Nach der Pokéball-Fabrik in Romantia City geht es weiter auf der Route 15 nach Frescora, unser nächstes Ziel. Boah, was für eine schöne Atmosphäre. Auf dem Boden liegen überall Blätter. Ich meine, jetzt gerade haben wir Herbst. Die Atmosphäre passt auf jeden Fall zu unserer Realität. Oh, ein Netzball? Ist ja crazy, nehmen wir gleich mit. Moment mal, da war doch eben noch so ein Blätterberg. Befindet sich hier vielleicht ein weiteres verstecktes Item? Nein. Hohes Gras? Noch nicht. Wir schauen uns erstmal hier um. Ich meine, wir haben ja die Möglichkeit, jetzt ein neues Pokémon zu fangen. Hoffentlich. Und diese Gelegenheit werden wir gleich ausnutzen. Erstmal möchte ich mich gerne hier ein wenig umsehen. Yonago-Beere? Nice. Diese Beere kann nützlich sein. Dadurch werden die Angriffspunkte um 10 Punkte aufgefüllt. Mein Itemradar reagiert. Hier. Gegengift. Nehmen wir mit, falls irgendein Pokémon uns vergiftet. Wir wollen ja nicht auf ganz unnötig Kraftpunkte verlieren. Mein Itemradar reagiert schon wieder. Was ist denn da? Ach, auf der anderen Seite. Wir können da aber jetzt nicht rüber. Oh, ein weiterer Blätterberg. Da war kein Item. Hohes Gras. Was? Ein Ranger? Du meine Güte, hast du mich erschreckt. Eigentlich müsste ich das sagen. Ich wollte schon fragen, wo kommst du denn her, aber ich habe es ja gerade gesehen. Pokémon Ranger Marcello. Hello, ein Kokmada. Uiuiui. Das Pokémon aus der 5. Gen, es hat nur den Typ normal. Ich bin der Meinung, dass dieses Pokémon eine sehr nette und nützliche versteckte Fähigkeit hat, und zwar die Analyse. Dadurch werden Attacken um 30% erhöht, wenn das Pokémon als zweites attackiert. Ne? Also wenn dieses Pokémon jetzt Analyse als versteckte Fähigkeit haben sollte, dann würde es mehr Damage bei uns machen, wenn es auch eine Attacke aushält. Also schneller sind wir auf jeden Fall. Das sind wir auf jeden Fall. Ui. Okay, Hyperzahn. Ja. Der Damage an sich ist nicht schlecht. Aber so wie es aussieht, hat dieses Pokémon nicht die versteckte Fähigkeit. Das wäre echt heftig, oder? Wenn die Story-Pokémon gleich zu Beginn die versteckten Fähigkeiten haben. Das wäre tatsächlich heftig. Okay, dieses Kokmada haben wir reingekriegt. Der Ranger kann das nächste Pokémon rufen. Mein Phoenix ist ready. Wobei, ich kann auch ein anderes Pokémon einsetzen. Seemon. Ja, da setze ich definitiv ein anderes Pokémon ein. Gut, Seemon hat nur den Typ Wasser. Noch nicht den Typ Drache. Den Typ erhält dieses Pokémon erst dann, wenn es sich zu Setra King weiterentwickelt hat. Daher können wir eigentlich auf ganz entspannt rübergehen zu Bluebella. Mit Pflanzenattacken werden wir Seemon noch sehr effektiv treffen. Falls ihr sehr gerne einen Setraking haben wollt, dann müsst ihr Seemon einmal vertauschen. Allerdings muss dieses Pokémon das Item Drachenhaut bei sich tragen. Erst dann wird es sich zu Setraking weiterentwickeln. Seemon sieht aber ziemlich cool aus. Es entwickelt sich durch Sepa. Und wenn man sich mal die Drachen-Pokémon, ganz besonders die erste Stufen ansieht, dann denkt man sich doch, dass die Drachen-Pokémon eigentlich ganz am Anfang ziemlich putzig aussehen. Zum Beispiel auch die erste Stufe von Knackrack. Aber später werden sie zu krassen Monstern. Windhose? Das juckt mich nicht. Bluebella hat das 41. Level erreicht und es hat jetzt schon 123 Kraftpunkte. Nicht schlecht. Also ich kann da wirklich nicht meckern. Dieses Bluebella hat uns auf jeden Fall sehr, sehr oft schon geholfen in dieser Nuzlocke Challenge. Okay, gut, dass ich nicht trainiert habe. Sonst wäre ich, glaube ich, ein wenig zu OP. Was ja nicht der Sinn der Sache ist. Ich meine, wir wollen ja Spannung. Und, wie viele Kraftpunkte? 10 Kraftpunkte haben wir wieder zurückerhalten. Warum nicht? Warum nicht? 1544 Erfahrungspunkte. Also man kriegt schon richtig viele Erfahrungspunkte. Das muss ich schon hier einmal erwähnen. Wobei, wir haben ja schon den 6. Orden in der Tasche. Das bedeutet, wir sind ja schon ziemlich weit unterwegs. Oder wir sind schon ziemlich weit gekommen. Ich bin schon ziemlich gespannt, wie lange wir brauchen werden, die 7. Arena zu erreichen. Ich kann mir ehrlich gesagt schon gut vorstellen, dass das etwas dauern wird. Ich meine, kann es sein, dass die letzten Arenen ziemlich nah beieinander waren?
Oder ich habe zu schnell aufgenommen. Oh, Fletiamo. Nee, da sollte ich definitiv abhauen. Das Pokémon haben wir ja schon bereits kennengelernt. Ja, zu Lapras. Mit einer Eisattacke treffe ich es sehr effektiv. Es hat den Typen Flug und Psycho. Ja, sieht so aus, als ob dieses Pokémon mit Zubat ein wenig verwandt wäre, ne? Aber nur ein wenig. Bisschen. Oh, der Spezialverteidigungswert ist stark gestiegen. Okay, Eisstrahl sollte dieses Pokémon aushalten. Oh, Gedankengut noch. Übertreibt doch nicht die Lage. Jetzt steigt auch noch der Spezialangriffswert. So, jetzt wird's heftig, Leute. Wir sind auf dem 39. Level und Fletiamo auf dem 38. Level. Freeze wäre so cool. Jetzt bin ich auf die Attacke gespannt. Sehr, okay, ich dachte, da kommt jetzt eine krasse Psycho-Attacke oder so. Toll, Fletiamo sieht die Attacke voraus. Und nun, was willst du jetzt tun? Ja, toll. Das war's. Keine Chance gegen Lapras. Und Lapras erreicht das 40. Level. So soll's sein. Marcello. Tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe, weil ich mich so erschrocken habe. Ach, so ist das. Ich dachte schon. Wo kommst du denn her? Beziehungsweise, was willst du denn? Ich bin nicht so gut im Umgang mit anderen, also bin ich Pokémon Ranger geworden. Als Ranger kann ich mich im Wald verstecken. Gut, Ranger. Ich kümmere mich jetzt erstmal um ein neues Pokémon. Beziehungsweise, ich kümmere mich darum, eins zu fangen. Ich würde mal sagen, wir lieben mit Rabbit. Ja, machen wir mal. Nexus ist ein wenig angedamaged. Wir suchen hier im hohen Gras. So, welche Pokémon kann man denn hier fangen? Erstmal sehen wir uns kurz an, welches Pokémon erscheint. Ach was, Tampignon. Ja gut, im hohen Gras kann man die Pokémon Magnaien, Pionskora, Kogmada, Tampignon, Ladiantri und Klavion fangen. In den roten Blumen ebenfalls. Massenbegegnungen gibt es hier auch. Dabei handelt es sich um die Pokémon Kramox, Tampignon und Klavion. Hier kann man auch irgendwo in der Gegend surfen. Da erscheinen die Pokémon Lombrero und Boyelin, wobei Lombrero des Öfteren erscheint. Wenn man eine ganz normale Angel verwendet, dann erscheint Quapsel und nur Quapsel. Mit der Profi-Angel und mit der Super-Angel kann man Quapuzzi und Barschoft erwischen. Und jetzt kommt etwas, was den einen oder anderen interessieren könnte. Es gibt ja Barschoft mit roten Streifen und mit blauen Streifen. Wenn man in Pokémon Y, ja, ein Barschoft mit roten Streifen erhalten möchte, muss man die Profi-Angel benutzen. Wenn man wiederum ein Barschoft mit blauen Streifen erwischen möchte, dann muss man die Super-Angel benutzen. Und in X ist das so, dass wenn du halt ein Barschoft mit blauen Streifen haben willst, musst du die Profi-Angel benutzen. Und für einen Barschoft mit roten Streifen benutze die Superangel. Was haltet ihr davon eigentlich? Ich weiß nicht, vielleicht kann es ja sein, dass es den anderen, dass es den einen oder anderen interessiert. Aber ich finde das ein bisschen, ja, zu viel. Aber auf der einen Seite denke ich mir, gut. Ich meine, einen gewissen Spaßeffekt hat das ja auch. Ich meine, man kann sich ja Ziele setzen und sagen, ich will unbedingt in Pokémon X einen Barschoft mit roten Streifen, deswegen werde ich jetzt nur diese Angel benutzen. Kann ja sein, dass der ein oder andere das sammeln tut. Aber an sich finde ich das cool zu wissen, weil falls man wirklich Interesse an sowas hat, dann weiß man Bescheid. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was hat Rabbit getan? Wurde es gerade nicht vergiftet? Ich bin der Meinung, dass es gerade vergiftet wurde. Aber so wie es aussieht, hat es sich selbst geheilt, weil es mich lieb hat, oder wie? Cool. Nicht, dass ich das jetzt falsch verstanden habe. Ich setze meinen Meisterball ein, Kappa. Nee. Super Ball. Ja. Wir haben viele Bälle am Start. Das freut mich. Definitiv-Ski. Tampignon, bleib im Super Ball. Ja, sieht gut aus. Jawohl. Super. Was für ein Pokémon war das? War das jetzt ein männliches oder ein weibliches? Uiuiui. Erstmal gibt es einen neuen Eintrag. Fällt ein Trainer auf sein Äußeres herein,
das komischerweise einem Pokéball ähnelt, besprüht es ihn mit Giftsporn. Ja, möchte ich. Ja, super, es ist ein männliches Pokémon. Da habe ich einen Spitznamen für dieses Pokémon. Und zwar Army. Enter. Und weiter geht es mit der Reise. Dieses Pokémon entwickelt sich zu Hotsasa. Vielleicht werde ich es benutzen. Mal gucken. Oh, mein Itemradar reagiert schon wieder. Ich habe neulich oder eben gerade eine Hexe gesehen, die will bestimmt kämpfen. Was? Ein weiterer versteckter Ranger? Dass ich immer noch als Ranger tätig bin, verdanke ich dem Rat unseres Meisters. Wer ist denn dein Meister? Crack. Alles gleich in Crack. Knaxel. Okay, na, ja, du solltest dich demnächst hoffentlich zu Knackgack weiterentwickeln, dann kannst du ein bisschen mehr Damage machen. Ja, mal gucken, welche Fähigkeit dieses Pokémon hat. Setz mal Rückkehr ein, vielleicht hat es ja Rauhaut am Start. Das wäre nervig. Nee, so wie es aussieht, hat es nicht Rauhaut am Schlüssel. Was, du setzt Schaufel ein? Pass mal auf, Knaxel, ich habe eine Überraschung. Ich setze selbst Schaufel ein. So, jetzt kämpfen sie unter der Erde. Von lustig. Boah, yeah. Ja, gut. Doppelhieb. Oh, das ist ätzend. Oder? War das die Drachenattacke? Ja, ich glaube, das war eine Drachenattacke. Ja, ich dachte schon, das ist eine Kampfattacke, deswegen. Okay, der Damage an sich war schon heftig. Wir haben, 55 Kraftpunkte verloren. Dafür Voxukip reicht aus. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn Knaxel die Attacke aushält, aber es reicht aus. Ja gut, ich meine, am Ende des Tages ist das eine Step-Attacke. Ich sollte schon dem Grabbit mehr zutrauen. Ich bin dir und deinem Team wirklich für diesen atemberaubenden Kampf dankbar. Okay. Das finde ich aber nett. Flordelis hat mich damals mit Rat und Tat gefördert, als ich noch ein frisch gebackener Ranger war. Dafür bin ich ihm wirklich sehr dankbar. Er ist ein Meister. Oh, wollen wir surfen? Oder wartet mal, müssen wir sogar von hier aus weitergehen? Okay, hier ist nichts. Ah, mal gucken, ob Boyelin oder Lombrero kommt. Niemand. Auf einmal ist da ein Trainer. Nee, ein Item. AP Plus. Ja, nehmen wir mit. Was sagt mein Itemradar? Auf einmal ist hier noch auf getarnt etwas. Nee. Sieht nicht danach aus. Auf der linken Seite. Oh. Hier vielleicht? Okay. Nein, da will ich noch nicht rüber. Genau, hier hatte mein Itemradar Zeit gehabt. Irgendwas soll hier sein. Hier, da? Wo? Hier? Achso, hier. Mini-Pilz. Ja, verkaufen wir irgendwann mal. Meine, ich weiß nicht, was ich sonst mit diesem Item machen sollte. Was macht ihr eigentlich mit den Mini-Pilzen? Okay, Leute. Dann surfen wir wieder eine Runde. Und gehen wieder zurück. Wie bereits erwähnt, da ist eine Hexe. Ich will sie nicht ignorieren. Das wäre ja gemein. Und so wie es aussieht, müssen wir auch zurück. Und da greift ein wildes Pokémon. Oh, eigentlich könnte ich ein Schutz-Item aktivieren, aber in letzter Zeit bin ich sowas von im Shiny-Hunt-Modus, dass ich glaube ich im Unterbewusstsein denke, dass mich vielleicht hier ein wildes Shiny-Pokémon attackiert, weil ich die ganze Zeit im hohen Gras mich befinde und aus den Kämpfen ohne irgendwas zu machen wieder abhau. Okay, so wie es aussieht, müssen wir von hier weiter, aber wir bleiben erstmal hier, kämpfen gegen diese Hexe. Hallo. Nein, ich glaube, dass ich doch demnächst ein Schutz-Item aktivieren sollte. Ein Magnaien. Hammermäßig. Oh, ich sollte mich um Grabbit kümmern. Vielleicht hat Grabbit ein Item gefunden. Nee, wir hauen ab. Tut mir leid, Magnaien. Wobei, die Erfahrungspunkte hätten dem Grabbit gut getan. Level up und so. Aber das sollte Grabbit demnächst auch so bekommen. Nee, Grabbit hat kein Item gefunden. Oh, ich habe irgendwie voll Bock mit Lucario zu kämpfen. Hallo. Pokébälle sind rund und Sterne irgendwie auch. Sterne sind rund? Okay. Hexe Claire. Wer? Claire. Palim Palim. Uiuiui, Palim Palim. Das Psycho-Pokémon existiert seit der dritten Gen. Und es hat nur eine Fähigkeit und diese Fähigkeit ist der Oberhammer.
und zwar Schwebe. Das bedeutet, wenn ich jetzt Knochenharz einsetze, dann werden wir Palim nicht treffen. Na gut, was machen wir? Ich könnte auch zu Phenexis rübergehen und dem Phenexis einen Trank geben, aber Lapras könnte die Sache auch handeln. Ja, falls ihr ein Palim haben wollt, dann braucht ihr ein Klingplim und dieses entwickelt sich bei Nacht zu Palim, aber erst dann, wenn ihr euch freundschaftlich um dieses Pokémon so gut wie möglich gekümmert habt. Ne? Und wenn ihr wiederum Klingplim züchten wollt, dann müsst ihr Palim das Item Scheuchrauch geben, damit Klingplim gezüchtet werden kann. Oh, hat Palim etwa Rückstoß-Damage abgekriegt? Setz mal Surfer ein. Und lass mich überraschen, der Spezialverteidigung 2 von den Pokémon ist nicht schlecht. Genau das meinte ich. Was? Gena und so? Würde Surfer ausreichen? Also Volltreffer ja. Und was ist mit einer ganz normalen Attacke? Ja, gut, reicht aus. Boah, Palim hört sich so cool an. Ich muss irgendwie an Celebi denken. Und an den Steineichenwald. Ob man gewinnt oder verliert, ein Pokéball ist und bleibt rund. Ich habe auch nichts anderes behauptet. Hexe. Runde Sachen strahlen so eine Sanftheit und Freundlichkeit aus. Je runder, desto besser. Okay, wir sind wieder am Anfang. Oh, ein weiterer Ranger. Tada, haha, du hast mich vielleicht nicht gerufen, aber hier bin ich. Na, überrascht? Nee, du. Absolut nicht. Ich meine, allmählich gehe ich ja davon aus, dass irgendjemand aus den Blättern herausspringen wird. Derek, was hast du denn so dabei? Hui, Morlord. Das Zumpex aus der zweiten Generation, sage ich mal. Ja, es hat ja auch die Typen Boden und Wasser. Und Pflanzenattacken sind sehr, sehr effektiv gegen Morlord. Aber sowas von. Ja, mit Lucario sollten wir wieder abhauen. Sorry, Lucario, ich krieg's gerade irgendwie nicht hin, mit dir zu kämpfen. Ich habe ja gerade gesagt, Pflanzenattacken treffen ist sehr effektiv, also gehen wir rüber zu Bluebella. Morlord hat eine richtig coole versteckte Fähigkeit, und zwar Unkenntnis. Durch diese Fähigkeit werden Angriffs- und Verteidigungsschübe ignoriert. Ne, das bedeutet, der Schaden durch eine Attacke bleibt gleich. Sie hat aber auch keinen Einfluss, sie hat keinen Einfluss auf Items wie Wahlband oder Ebolit und auch keinen Einfluss auf Fähigkeiten wie Adrenalin. So, wenn zum Beispiel mitten in den Kämpfen irgendwas geschieht, wie zum Beispiel Drachentanz oder so, ne, dann werden diese Schübe einfach mal so unterdrückt durch diese Fähigkeit Unkenntnis. Ziemlich cool, wenn man mich fragt. Ich wurde schläfrig gemacht. Das ist nicht gut. Super. Super, super, super. Ist eine Step-Attacke. Level 42. Ah, aber jetzt ist es eingeschlafen, was wiederum nicht so gut ist. Siberio. Ja, da sollten wir definitiv abhauen, Leute. Und ich würde sogar sagen, wir gehen rüber zu Phenexis. Ja, Siberio ist ein Pokémon aus der 5. Gen, beziehungsweise es existiert seit der 5. Gen und es hat nur den Typ Eis. Wenn man ein Siberio haben möchte, braucht man ein Petsneef. Dieses entwickelt sich auf dem 37. Level zu Siberio. Oh, so wie es aussieht, war dieses Siberio noch vor kurzem ein Petsneef. Aber nice. Es kann die Fähigkeiten Schneemantel und Schneescharrer haben. Und die versteckte Fähigkeit ist, jetzt macht euch auf etwas gefasst, Wassertempo. Ist das nicht heftig? Ich habe hin und wieder mal daran gedacht, ein Team zu erstellen mit Pokémon, die die Fähigkeit Wassertempo haben. Ja, und ich habe nie daran gedacht, ein Siberio dabei zu haben. Eis-Pokémon, versteckte Fähigkeit Wassertempo. Ist cool. Ich meine, im Regen wird ja die Initiative verdoppelt. Sehr nützlich in den Wi-Fi-Battles, aber auch in der Story, weil man und wieder mal unter regnerischen Umständen sich befinden tut oder jemand setzt Regentanz ein oder jemand hat die Fähigkeit Niesel. Du bist ja wahnsinnig stark, ich bin echt überrascht. Sancha gewinnt 3120 Poké-Dollar. Nicey Micey, weiter geht's mit der Reise. So, ach ja, mein Item war da. Einmal war hier irgendwo ein Item. Nein, aber ein wildes Pokémon. Und es ist ein
Pionskora. Lucario will zu kämpfen. Ja, ich würde mal sagen, wir bedrücken uns. Okay, so wie es aussieht, gibt es hier nichts mehr auf der linken Seite. Dann können wir allmählich über die Brücke gehen und uns überraschen lassen. Oh. Ah, hier ist ein versteckter Platz. Ein Item. Beleber. Ich weiß nicht, ob man sich über solche Items freuen, ob man sich über sowas freuen soll, wenn man sich in einer Nuzlocke-Challenge befindet. Aber man kann es ja verkaufen. Oh Mann, ich habe kurz überlegt, Schutz-Item oder nicht? Nein, ich traue mich und laufe einfach durch. Ein Tarpignon. Mann, das ist so schwierig, dieses Pokémon in der Shiny-Form zu erkennen. Also man muss wirklich gut aufpassen, wenn man versucht, Shiny Tarpignon zu hunten. Ne, immer schön auf den Topscreen schauen und gucken, ob da irgendwas glänzert. Ob da etwas glänzt. Glänzert, ich meine glitzert. Oh Mann, ey, Sprachfehler, sowas von. Aber sowas von. So, hier haben wir uns um alle gekümmert und hier unten war doch eine Brücke, oder nicht? Doch, vorher greift ein wildes Pokémon an. Ich meine, das habe ich in den letzten Parts aber auch nicht so aufgemacht. Ne? Ich habe voll auf das Schutz-Item aktiv und ich finde das voll cool, in der 6. Generation die Pokémon zu sehen. Ich meine, in der ersten Gen, neulich gab es ja die letzte Stream-Folge zu Pokémon Rot. Da ist es ja ziemlich eintönig, monoton und langweilig auf die Dauer. Aber hier in der 6. Gen ist das ein bisschen anders. Die Animation finde ich cool, die Location, die Atmosphäre, die Pokémon bewegen sich. Und hin und wieder tauchen auch mal irgendwelche Ranger auf. Auf ganz strange. Was denn? Machst du eine Reportage? Nee, Kollege. Also mit dir habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, ich mache jetzt gleich einen Cut und speichere ab. Aaron? Giflor. Okay, Giflor. Du solltest kein Problem sein. Wobei, auf Stachelspore habe ich keine Lust. Ich könnte Schwertpanz einsetzen und danach mit Knochenhatz Giflor attackieren. Ich glaube aber, dass ich erstmal Schwertpanz einsetze. Vielleicht nochmal Steigerungshieb, damit der Angriffswert nochmal um eine weitere Stufe steigt. Ich habe jetzt gerade irgendwie keine Lust, für Nexus rauszugehen. Ich meine, die ganze Zeit bin ich hier mit Lucario am Leaden. Jetzt möchte ich endlich mal auch mit Lucario kämpfen. Und gegen Giflor sollten wir das eigentlich gut hinkriegen. Auch wenn das ein bisschen dauern könnte. Sehr schön! Lucario wehrt die Attacke ab. Ja, darüber freue ich mich doch. Nee, direkt Knochenhatz. Ich habe keine Lust einzuschlafen. Uiuiui. Weiter. Okay, dreimal getroffen, immerhin. Nein, die Attacke geht dieses Mal nicht daneben. Lalalala. Oh nee. Was für Einschlafen, Paralyse. Uiuiui, sorry Leute. Ich glaube, mein Gehirn schläft aber gerade. Wie kann das nur sein? Ich muss mich konzentrieren. Oh nein, Mega Tauga. Mal gucken, wie viele Kraftpunkte werden mir abgezogen. Immerhin. Immerhin, 15 Kraftpunkte. Ich habe mit weniger gerechnet. Oh, wir treffen. Ja, super. 2 Treffer? Gut. Das reicht. Supidupi. 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 2-mal getroffen. Giflor wurde besiegt. 1941 Erfahrungspunkte. Ui, Lucario ist auch kurz davor, das nächste Level zu erreichen. Ach, du bist also gar nicht vom Fernsehen. Wie kommst du da drauf? Laufe ich hier mit irgendeiner Kamera herum? Ach, wegen dem Itemradar? Ah, weiß nicht. Ich verstehe das nicht. Ich beschütze tagtäglich die Natur und sehe dabei auch noch gut aus. Wieso macht niemand eine Reportage über mich? Ach, das ist also das Problem. Gut. Ich würde mal sagen, wir kümmern uns kurz um die Pokebuddies. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt schon in Frescora sind. Das wäre ja heftig. Aber sowas von. Oh, mein Bluebella ist ja am Schlafen. Wir haben das Item Aufwecker und zwar 5-mal. Rabbit hat ein Item gefunden. Super. Jetzt müssen wir erstmal einige Tränke verteilen. Boah, 9 Hypertränke. Wir müssen definitiv einkaufen. Ich gehe davon aus, dass sich hier in der Nähe kein Pokémon-Center befindet. Auf einmal ist hier eine Person, die sich um die Pokémon kümmert. Oh, das wäre so ätzend. Weil dann wäre das jetzt eine Verschwendung, was ich hier mache. Aber gut. Was hast du denn für ein Item gefunden? Schutz. Ja, warum nicht? Warum nicht? Nehmen wir mit. So, gibt es hier etwas, weshalb wir keinen Cut machen können, oder? Nö. Wir schauen uns nochmal kurz die Ecke an, dann gibt es einen Cut, ja? Im nächsten Part fordern wir dann die beiden Damen heraus. Guck mal da.
Alleine schon, was für ein Blick. Ist es aggressiv? Wurde es hypnotisiert oder ist es einfach nur müde? Vielleicht hat es Hunger. Aber was ist nun los? Was ist denn das für ein Bereich? Ach was, ich dachte schon, ich falle ins Wasser. Hyperheiler. Ja, falls ihr einen Hyperheiler wollt. Hier. Okay, hier kann man surfen. Ah, das ist bestimmt eine coole Ecke, um zu angeln. Ne? Kann man ja machen. Was gibt es hier? Wobei, wir sind ja eben hier an dem Wasser vorbeigelaufen. Auf einmal gibt es hier ein verstecktes Item. Okay, das überprüfe ich noch. So dickköpfig wie ich bin. Ich meine, wenn wir schon hier in der Ecke sind, wann kommen wir wieder hier hin? Nee. Gut, Leute. So kriegen wir das hin, ohne dass uns ein wildes Pokémon attackiert. Aber nein, da greift uns schon wieder ein wildes Pokémon an. Ein Tarnpignon. Das ist kein Shiny. Ich habe das gerade gesehen, weil es da so einen dunklen Streifen an der Seite hatte. Das kann man ein wenig erkennen, wenn es sich nach vorne bewegt. Es nickt ja irgendwie mit dem Kopf. Naja, es bewegt sich. So, oh Mann, komm schon. Genau auf der letzten Grasfläche. Da ist die Massenbegegnung. Nice. Nice, nice. Besonders, wenn ein Shiny Tarnpignon sich in einer Horde befindet, da kann es auch ziemlich schwierig werden, beziehungsweise gefährlich, um das zu erkennen. Also schön immer die Augen offen halten, Leute. Okay, ich würde mal sagen, hier machen wir einen Cut und speichern ab. Im nächsten Part fordern wir die beiden netten Damen heraus. Ich hoffe, sie sind noch nett. Und sehen uns ein wenig hier um. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Ich hoffe, der Part hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut und tschüssi, Leute.